Und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Topspiel in München. Und da sind wir absolut richtig. Wir gehören einfach ins Topspiel. Ihr seht jetzt schon die Ergebnisse hier oben, schauen wir uns aber später in Ruhe an. Die München haben unter der Woche gespielt, die hatten noch Pokal. Da haben wir uns ja schon mal vorzeitig verabschiedet, weil wir uns auf die Liga konzentrieren wollen natürlich. Und die München haben mit einer roten Karte von Upamecano verloren gegen den BVB. Vielleicht könnte uns das was helfen. Wenn man sich aber die Liga-Bilanz der Münchner anschaut, das ist schon sehr, sehr stabil. Ich glaube, 4 oder 5 Siege jetzt wieder in Folge, alle ungefährdet. Ich glaube, die Gegner haben zusammen einen XG-Wert, wenn man sie alle zusammenrechnet, von 0,5. Und dementsprechend wird es auch für uns sehr, sehr schwer. Wir haben, glaube ich, im Hinspiel gemerkt, nach vorne geht fast gar nichts. Auch wenn man offensiv spielt, das haben auch alle anderen Gegner gemerkt. Ich glaube, 3 der 5 Gegner, alle mit einer recht offensiven Aufstellung. Zumindest, wenn man sagt, man spielt gegen die Bayern. Und deswegen ist die Überlegung, ich glaube, wir spielen das wirklich mit Fünferkette heute. Stehen hinten tief, vorne lange Bälle auf Zlatan, der macht die fest und dann schnell Luke Bakio oder so nebendran, um dann einfach gut kontern zu können. Ich glaube, das ist der Plan fürs Spiel. Wir haben Björkan ist angeschlagen, beziehungsweise er ist, glaube ich, wieder fit, kann zwar spielen, man muss aber ein kleines Auge auf ihn haben, ne? Und Suazel, da hat sich leider die Oberschenkelrückseite gezerrt, fällt 4 bis 5 Wochen aus und wird damit vor allem mal gegen die Münchner fehlen und wahrscheinlich auch danach gegen Bremen. Und dann muss man mal gucken, ob es vielleicht wieder hindauert, wahrscheinlich eher nicht. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit den Aufstellungen und mit unserer Fünferkette. So, Freunde, und da sind wir mit den Aufstellungen mit unserer Fünferkette. Die Bayern spielen im 4-2-2-2. Mit Gnabry und Werner vorne drin. Auf Werner werden wir uns eher ein bisschen konzentrieren. Den versuchen wir komplett aus dem Spiel zu nehmen. Und auch Joshua Kimmich, der wird sofort gepresst, wenn er den Ball hat. Einfach, dass er da kein Spiel großartig aufziehen kann. Und vielleicht können wir auch Simakon, den haben wir auch nochmal ein bisschen eher nochmal als fürs Pressing ausgewählt. Einfach vielleicht, wenn einer hinten den Ball verliert bei den Münchnern, dann wird es wohl Simakon sein, der sich da erstmal einfinden muss. Erstmal gucken muss, dass er da warm wird mit den Münchnern. Und die Bank sieht gar nicht mal so überragend aus, ne? Die Bank sieht jetzt nicht so krass aus von den Münchnern. Ein paar Talente da mit dabei. Und gut, von Maxi Arnold, vor den seinen Distanzschüssen habe ich immer noch Albträume. Aber dann mal zu uns. Alderete Uremovic, Martin Dardai in der Dreierkette hinten. Castillo und leider bei Björkan reicht es noch nicht. Reicht nur für 30 Minuten. Und ich glaube, der wird sogar gar keinen Einsatz bekommen, so wie das aussieht. Auch Luke Stein nicht 100% fit. Ich glaube, das wird schwierig, dass die beiden heute spielen. Mangels Alternativen sitzen sie natürlich trotzdem auf der Bank. Rani Khedira dann davor auf der 6. Toussaint als vertikaler Spielmacher. Der Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive. Und ja, jeder Sort drin, einfach weil er sau schnell ist. Luke Bakio auch. Einfach schneller außen und vorne drin. Ein Zlatan. So wollen wir die Bayern brechen, wobei die halt natürlich auch so schnelle Außenverteidiger haben, ne? Aber schauen wir mal. Ich würde sagen, geben wir alles für den internationalen Wettbewerb? Nee. Ich würde sagen, ja, Revanche. Ja, doch eine Revanche. Gegen die Münchner kommt gut an. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mit. Das Wetter ist uns tatsächlich scheißegal. Und die Probleme in fremden Stadien. Wir haben gegen Leverkusen verloren und gegen Hamburg gewonnen. Also. Danke, Niklas, für deine Einschätzung. Da sehen wir nochmal die Münchner Aufstellung, wie sie reingehen. Aber ihr wisst ja schon, wie das läuft. Das heißt, einfach nur Werner umgrätschen. Genau, Rani Khedira, ganz genau so. Timo Werner da ein bisschen frustrieren, dass der keinen Bock mehr hat zu laufen. Und dann gucken, dass wir irgendwie das Spiel überleben. Und so wie der Ballbesitz hier aufgeteilt ist, so war der tatsächlich auch in allen anderen Partien. Und Zlatan Ibrahimovic, aber er ist halt zu langsam, ne? Davis ist nicht mal am Joggen. Davis läuft neben ihm her und holt ihn ein. Und dann geht schnell in die andere Richtung. Timo Werner, den sollten wir eigentlich enger decken. Gnabry ganz einfach durch. Was war das denn? Was war da denn los? Das spielen wir schon mit 3 Innenverteidigern unten im Sechser davor. Und trotzdem so eine Riesenlücke da. Ja. Gut. Wenn die Bayern halt in Minute 9 in Führung gehen,
Ich glaube, da kannst du das Spiel abhaken, weil da werden noch ein paar dazukommen. Aber nicht bei uns. Nicht bei uns. Wir geben natürlich weiter Gas, dass wir hier vielleicht auch noch das 1-1 machen. Ja, Obrimovic. Naja, Bruder, ne? Timo Werner lässt sich da teilweise tief fallen. Kennen wir gar nicht von ihm. So sicher am Ball. Das kennt man eher von ihm. Die schnellen Sprints in die Spitze. Und ist auf einmal durch. Und Altay saved nochmal überragend. Mit der Schulter oder irgendwas. Irgendwie war er dran. So, vielleicht wieder jetzt mit der Möglichkeit. Nee. So, verliert den Ball gleich wieder. Müller, langer Ball für Gnabry. Okay. Planänderung funktioniert wohl nicht. Dann werden wir es so spielen. Es ging schnell. Ging schnell, ne? Da versuchen wir Werner aus dem Spiel zu nehmen. Da ist es halt Gnabry, der die Tore macht. Das ist einfach der Vorteil, wenn man Bayern München heißt. Da hat man so viele geile Spieler. Und da ist halt jeder für ein Tor gut. Selbst der Innenverteidiger. Und ja, unsere sind halt komplett nervös gegen so einen Gegner. Da fehlt gewissermaßen wahrscheinlich auch einfach ein bisschen die Erfahrung. Weil die Abgezocktheit. Und Bayern hat halt gefühlt jede Woche in der Champions League so ein Spiel. Und wir spielen halt zweimal die Saison gegen Bayern. Wo man ungefähr vergleichen kann. Boah, schöner Ball für Ibra. Jawohl, Zlatan Ibrahimovic, Vorlage jeder Saison. Da sind wir doch. Da sind wir doch, Systemumstellung und zack, klappt. Sehr schön, Zlatan trifft auch gegen die Bayern. Was ein Biest, ne? Drittes oder viertes Spiel jetzt in Folge, wo er trifft. Castillo lässt sich da weit rausziehen. Davis, kriegt er den rein? Ne, in den Rückraum zu Sabitzer. Müller. Kommt zum Abschluss, aber nicht gefährlich genug. So, ein Spiel läuft gerade ein bisschen lockerer. Kann ich grundsätzlich mal mit leben. Er verliert den, aber Plattner passt auf, sehr gut. Oma. Obrimovic. Ja, das sind. Eieiei. Ein bisschen viel, da sich selber auf die Füße getreten. Hernandez, Musiala, Sabitzer, Kimmich. Müller, schöner Ball wieder für Gnabry. Serge Gnabry, also wenn wir gegen die großen Teams spielen, ist es meistens ein Spieler, der uns da hops nimmt. Macht das Sinn? Beide Stürmer hier komplett versuchen rauszunehmen. Wahrscheinlich ziehen wir halt dann richtige Lücken, aber wir probieren es mal bis zur Halbzeit. Und wenn nicht, machen wir halt gar keine Anweisung für die beiden. Naja, Plattenhardt. Ja, die Linie lang, aber guck mal, da kämpft halt jeder bei den Bayern. Das ist halt das Siegergehen. Das haben wir halt nicht. Und Castillo hat das abbekommen. Eine Fingerfraktur. Junge, du kannst doch mit einem gebrochenen Finger weiterspielen. Ich bitte dich. Häng dich mal ein bisschen rein da. Bei Bayern wird keiner deswegen rumheulen. Guck dir Sandro Wagner an. Gut von Alderete, Toussaint. Plattner hat versucht, Luke Bakio zu schicken. Der ist auch schneller. Ja, spiel ihn gut ab. Jawohl. Oh, Khedira. Rani Khedira mit der Riesenchance des 3-2. Das wäre so wichtig vor der Halbzeit. Ah, aber wir haben die Möglichkeiten. Das ist wichtig. Komm, zweite Hälfte macht's besser. Wir werden gleich mal wechseln. Und zwar Castillo holen wir da halt wirklich raus.
Auch Rani Kedira würde ich gerne rausholen, weil wir jetzt eben auch ein bisschen umstellen müssen hier da. Kommt Diomande rein. Ja. Zwei Wechsel mal gemacht. Ah, und Nuremovic hatte ich auch überlegt, aber der bleibt jetzt erstmal noch ein bisschen drin. Vielleicht kommt da Linus Gechter dann. Macron kann da ganz einfach durch. Gnabry nimmt Davis mit. Und der ist einfach zu schnell. Davis ist zu schnell und marschiert schnurstracks ins Aus. Gut aufgepasst von Omar. Ja, der muss heute halt viel alleine machen. Ne? Oh, und Diomande verstolpert den Ball. Müller probiert's dann, aber auch nicht gefährlich. Removic stabilisiert sich ein bisschen. Wir bringen mal die nächsten Wechsel und zwar einmal Luke Bakio. Bringen wir mal Daniel Podence und Luke Stein auch für Toussaint. Gerade Toussaint jetzt nicht mit seinem besten Spiel, Leute. Ist ja auch nicht schlimm, kann ja passieren. Aber da können wir Lukstein ein bisschen Spielzeit geben und der kann ja vielleicht mal wieder aus der Distanz so ein Brett raushauen. Ne? Hat er ja auch mal gezeigt. War es im Testspiel, habt ihr es. Ne, es war in einem. War es in einem Testspiel oder habt ihr es mitbekommen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Werner. Für Gnabry, ja, der möchte hier sein viertes Ding haben. Edson Alvarez. Kommt jetzt nochmal. Ich glaube, jeder soll ist der nächste Kandidat. Nehmen wir vielleicht Lukas Mekka dann. Mekka oder Dardai? Nee, Mekka ist motiviert, Dardai ist nervös. Dann bleibt Benzema draußen. So, wir spielen auf jeden Fall besser mit als die anderen Mannschaften, gegen die die Münchner gespielt haben. Da war der XG-Wert ungefähr bei 3 zu 0,2 im Schnitt. Aber gut, das Spiel ist noch nicht vorbei. Maxi Arnold bringt ihn erstmal. Podence jagt da Kimmich hinterher. Kriegt den geblockt. Tillmann fällt. Alvarez aus der Distanz. War aber kein Foul. Tillmann versucht da einen Elfmeter zu schinden. Ich habe es genau gesehen, junger Mann. Dir ziehe ich die Löffel lang. Das Ecke von Arnold und Upamecano. Überragend. Ich weiß gar nicht, wer dem da zugeteilt war. Na, William. Was ist denn das halt auch für eine Zuteilung, ne? William zu einem Upamecano. Naja. Das Spiel kriegen wir auch noch irgendwie rum. Ah, gut von Plattenhardt. Tillmann, klasse Pass für Musiala. 5-1. Ja, jetzt gibt es eine Klatsche. Jetzt gibt es eine Klatsche. Bayern ist halt nach wie vor gefährlich, leider. Richtig gefährlich für so Vereine wie uns. Aber wir lassen uns da nicht demotivieren. Holen jetzt dann gegen Bremen wieder einen Sieg. Und dann haben wir ja die Großen abgehakt erstmal. Dann haben wir ja Leverkusen, Bayern und Leipzig schon geschafft. Und haben eher lockerere Spiele vielleicht. Lukas Mekka wird geblockt. Zlatan. Der muss rein, Junge. Oh, mit Kedira und Zlatan wäre es ein 5-3. Da wäre es ein super Spiel gewesen für die Fans. Und keiner wäre uns böse, ne? Naja. Upamecano verliert ihn fast nochmal an Podenz. Auch der Licht darf jetzt spielen. Klasse Tackling von Omar nochmal. Leider bringt das uns in der 90. Minute nicht so viel. Das sollte vor den Toren passieren. Aber gut, 5-1 gegen Bayern. Was soll ich den Jungs sagen? Es ist halt immer noch Bayern, ne? Die haben halt aus 2,2 XG 5 Tore gemacht. Gnabry haben wir ein bisschen verkannt da vorne. Hätten wir uns vielleicht eher auf ihn konzentrieren sollen. Naja. Immerhin Zlatan wieder getroffen. Und so mit einer Vorlage, das freut mich auch.
Sagen wir den jetzt. Bin ich stolz auf den Einsatz? Eigentlich nicht, nee. Bin unzufrieden trotzdem ein bisschen, Freunde. Die Höhe passt einfach nicht. Wissen Sie, dass Sie nicht zu sehr auf die Niederlage, achso, wir wissen, dass Sie nicht zu sehr auf die Niederlage eingehen möchten, aber können Sie uns Ihre Meinung zum Spielverlauf teilen? Ja, ich würde sagen, wir haben nicht alles oft oder gut genug umgesetzt. Aus welchen Gründen fühlen Sie sich? Oder auf der Hand, ich bin der Coach. Eine schmachvolle Niederlage und die Fans sind weiß Gott nicht glücklich. Naja, gegen Bayern, also ich bitte euch, in München. Da kann sowas passieren, da passiert es auch mal Dortmund, ja. Auch Leipzig wird da schon abgeschossen. Also das ist jetzt echt nichts Besonderes. Wir waren aber tatsächlich nicht so schlecht, ja. Und nach Ewigkeiten sind wir jetzt auch endlich mal mit den Spieltagsergebnissen da. Die Freiburger mit Interimscoach gewinnen 1-0 gegen Augsburg. Nach der Zeit von Christian Streich ist vor der Zeit vor den Siegen. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, die Freiburger haben gewonnen. Schießen sich erstmal ein bisschen aus der Abstiegszone raus. Die Augsburger rutschen tatsächlich rein. Union mit einem 2-1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zieht damit erstmal wieder an uns vorbei. Erstmal betone ich, weil die haben noch nicht gegen die ganzen da oben gespielt. Frankfurt 1-0-Sieg gegen Leverkusen. Die sammeln jetzt ordentlich Punkte. Nach Leipzig auch gegen Leverkusen. Nicht schlecht. Die Dortmunder 2-0-Sieg gegen den HSV. Pflichtsieg. Hoffenheim, Mainz mit einem Unentschieden. Wolfsburg gewinnt auch weiter. 2-1 gegen Stuttgart, nachdem er im letzten Spiel 0-0 gegen Bremen gespielt hat. Genau. Gegen die es jetzt für uns dann geht. Die haben nämlich verloren gegen Köln und ich hoffe, da können wir dann den nächsten Sieg mitnehmen. Gegen den ihr komisches Fringsche 4-4-2. Und die Leipziger auch, ja. Ohne Probleme gegen Hannover. Oh, wird schwierig für die Bayern, ne? Da hat man schon ein paar Punkte zu viel liegen lassen. Aber immerhin sind sie jetzt wieder alleine, weil Leverkusen auch langsam patzt. Und hier unten bleibt es weiterhin spannend, ne? Es sind einige Vereine, die da wirklich in unmittelbarer Nähe sind. Auch wir sind noch in Schlagdistanz. Also wir dürfen uns jetzt keine schlechte Phase leisten. Naja, Freunde. Wir sehen uns morgen mit Werder Bremen. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen, wunderschönen Samstag. Macht's gut.